Ich begrüße unsere lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen die Sendung des Ungarndeutschen Magazins. Bleiben Sie mit uns. Neue Schüler, neue Regeln. Das neue Schuljahr beginnt am Valeria-Koch-Bildungszentrum. Ungarndeutsche Darsteller, gute Stimmung. So werden die Traditionen in St. Lürinz gepflegt. Die Renovierung ist abgeschlossen. Das Lenau-Haus wurde eröffnet. Mit dem Herbst beginnt das Schuljahr 2024/2025 im ganzen Land, auch im Valeria-Koch-Bildungszentrum in Fünfkirchen. Auch die Ungarndeutsche Einrichtung wurden einige neue Regeln in Bezug auf elektronische Geräte eingeführt, aber gleichzeitig möchte man den Schülern die Ungarndeutsche Kultur auf moderne Art und Weise näher bringen. Unser Redaktionsteam hat die Direktorin über dieses Schuljahr befragt. Das diesjährige Schuljahr hat auch im Schulzentrum Valeria Koch in Fünfkirchen begonnen. In der Grundschule und in der Sekundärschule haben mehrere Klassen begonnen. Das neue Schuljahr 2024/2025 beginnen wir mit ca. 900 Schülerinnen und Schülern. In dem 9. Jahrgang können wir 2 Klassen starten und in der ersten Klasse 3 Parallelklassen. Eine davon ist die einsprachige Klasse. Das neue Schuljahr hat viele Neuigkeiten gebracht, sowohl für die Schüler als auch für die Lehrer. Die Schule steht vor allem Schülern offen, die ihre Sprachkenntnisse erweitern wollen und sich für die Kultur der Ungarndeutschen interessieren. Das Gymnasium bietet Vorbereitungsklassen für Achtklässler an, in denen verschiedene Themen und Fächer auf Deutsch behandelt werden. Die Einrichtung bietet Deutschunterricht für Kinder vom Kindergarten bis zum Schulabschluss. Wir sind eine zweisprachige Nationalitätenschule. Zu unserem Bildungszentrum gehören 2 Kindergärten in Fünfkirchen in Pietzsch an 2 verschiedenen Standorten. Und von diesen Kindergärten kommen ungefähr 80% unserer Kindergartenkinder in unsere Schule. Das war auch in diesem Schuljahr der Fall. Wir nehmen sie in die ersten Klassen auf und die einsprachige Erziehung, die in den Kindergärten praktiziert wird, wird hier fortgesetzt. Besonders in der einsprachigen Klasse ist das kein Problem, dass die Kommunikation, die deutschsprachige Kommunikation gestärkt wird. Wir haben verschiedene Nationalitätenprogramme, auch in diesem Schuljahr. Und wichtig ist dabei wirklich, dass wir die deutschsprachige Kommunikation noch mehr stärken können. In diesem Schuljahr wurden Regeln für Handys und andere elektronische Geräte im öffentlichen Unterricht eingeführt. In der Nationalitätengymnasium, zusätzlich zu den Beschränkungen der Verwendung von Geräten, wird die digitale Bildung verwendet und ist nicht geplant zu ändern. Vielleicht das Wichtigste, dass die verschiedenen Geräte, Smartgeräte und die Benutzung von diesen Geräten in den Schulen geregelt wurde. Mit einer Ministerialverordnung. Dementsprechend müssen wir auch unsere Hausordnung verändern. Wie diese Geräte benutzt werden, dafür gilt, dass man in den Pausen und bevor die Stunden beginnen und so lange, bis man hier in der Schule ist, darf man diese nicht benutzen, nur mit Erlaubnis der Lehrer in den einzelnen Stunden. Natürlich möchten wir in diesem Sinne nicht zurücktreten, weil der digitale Unterricht schon größere Fortschritte hatte. Wir möchten weiterhin diese Geräte in den Stunden benutzen. Zum Beispiel die Laptops, die auch verteilt wurden in den vorigen Jahren für die Schüler. Und es gibt Fächer, wo wir nur digitale Bücher haben. Zum Beispiel in der 11. Klasse haben wir für den neuen Lehrplan nur ein digitales Lehrbuch und unser Lehrerkollegium, 8 Geschichtslehrer, haben das Geschichtsbuch 11 im vorigen Schuljahr übersetzt für ganz Ungarn und das können wir jetzt benutzen. Das ist schon erschienen auf dem NKP, auf der NKP-Webseite. Also jetzt für dieses Fach Geschichte ist das dann selbstverständlich, dass wir diese Geräte dann auch benutzen müssen. Die Schulleiterin hofft, dass die Kinder mit den neuen Regeln mehr Zeit miteinander verbringen, mehr reden, sich besser kennenlernen und eine stärkere Gemeinschaft bilden.
Ich habe in den letzten Tagen gesehen, dass die Kinder diese Regelung eingehalten haben. Und ich hoffe, dass die Kommunikation zwischen den Kindern auch besser wird und nicht nur in den Pausen nicht nur diese Geräte benutzt werden, sondern auch die menschliche Kommunikation den Vordergrund tritt. Wichtigstes Ziel der Einrichtung ist das, dass die Schüler die deutsche Sprache erlernen und auch die Geschichte und Kultur der Ungarndeutschen kennenlernen. Im Kindergarten und in der Schule und natürlich auch im Gymnasium lernen die Kinder nicht nur die deutsche Sprache, sondern unser Bestreben ist, dass sie eine Identität erhalten, Bindungen zu der ungarndeutschen Nationalität hier im Lande. Und diesbezüglich organisieren wir sehr, sehr viele Programme in unserer Institution, aber auch viele außerschulische Programme. Am 11. Oktober veranstaltet das Valeria-Koch-Gymnasium einen Tag der offenen Tür für interessierte Schüler, die sich auf der Website der Schule anmelden können. Seit mehr als 10 Jahren ist die Stimmungsparade ein Kulturnachmittag der Ungarndeutschen in St. Lörinc eine Tradition. Das Programm, das von der deutschen Selbstverwaltung in der Stadt organisiert wird, war auch in diesem Jahr gut besucht. Diese Veranstaltung hat in St. Lörinc eine lange Tradition. Bei dieser Gelegenheit kann das Publikum die Auftritte traditioneller ungarndeutschen Gruppen genießen. Robert Hahner, der Organisator des Programms, erzählte unserem Team über das Programm. Nagyon régóta járunk Szent Lőrincre, minden évben augusztustáján tartjuk meg ezt a műsort. Ránáva Stimus Parádi volt korábban a neve, meg is adjuk ezt a nevet neki. Nyilván régebben másképp alakult a műsor, de minden évben színes műsort szoktuk most is hozni, és én azt gondolom, hogy ezt már talán 15-6-7. Alkalom összeket most 2007-2008 óta csináljuk. Ezt amikor az elején még a Mirik Józsival kezdtük ezeket a rendezvényeket, ilyen körzetesítettük annak idején ezeket a Stimus Parádi műsorokat. 9 helyszínen tartottuk meg minden helyszínen egy-egy műsort, és ez azóta itt maradt gyakorlatilag, hogy minden évben tetszett az embereknek, és minden évben járunk Szent Lőrincre. De ezt mondom már 2008-ra visszamenőleg minden egyes ilyen német körzetben csináltuk egy ilyen műsort, és annak idején mindig Szent Lőrinc volt a helyszínen, és ez meg is maradt. Das diesjährige Programm wurde so gestaltet, dass es sowohl traditionelle als auch moderne kulturelle Produktionen enthielt. Erfreulicherweise ist dies gelungen, denn alle von jung bis alt haben dieses Programm genossen. Hát ugye nyilván mindig azt mondjuk, hogy schwabzene, de nem teljesen schwabzene, azért mi slágereket is éneklünk, meg a Donaklenet és Oberklenet játszunk, meg szokott lenni hagyományos schwab is, de inkább picit próbáljuk megújítani, vagy kis más stílust is bevonni a német műfajon belül. De persze, hogyha van egy kórus, az nyilván a schwabul énekel, vagy van olyan műsorszámok is, most mondjuk nem hoztuk el, akik szintén schwab énekeket énekelnek, tehát akár visszamehetünk teljesen hagyományosokhoz is, akár fúvózzene felé is, tehát azokkal is szoktunk műsorokat szervezni, tehát őket is szoktuk hívni, de most egy kicsit másik irányba mentünk, a slágeres irányba. Itt van a Donaklenet zenekar, a Hívesházi német táncsoport, aztán Tarlós Ferenc fog énekelni, Rattig Bor énekel, és a Hánedról mi is fogunk énekelni. Illetve a Szent Lőrinci zenekar fog kezdeni, és itt van egy dalárda, ők is fölépnek. Unter den Darstellern war auch die Tanzgruppe Junge Hipster aus Nimesch. Die Mitglieder der Gruppe sind allesamt junge Leute, die sich leidenschaftlich für die Bewahrung und Weitergabe ungarndeutschen Traditionen einsetzen. Covid után alakultunk, igazából az összes tagja a tánccsoportnak táncolt már szinte kisgyerekkora óta Himesen, és miután kijártuk a himesi általános iskolát, így az Anikó visszahívott minket, hogy esetleg nem lenne kedvünk újra egybeállni és alakítani egy ifjúsági tánccsoportot, és hát így alakultunk. Sie versuchen, ein abwechslungsreiches Repertoire auf die Bühne zu bringen. Aus diesem Grund haben sie 3 Tänze für die Veranstaltung vorbereitet.
Többek között három táncot hoztunk a táncaikból, szűri táncot hoztunk, schwabbát és schustert. Ezeket már régóta gyakoroljuk, ugye mindig tanulunk újakat is, de táncpróbákon mindig elővesszük és átgyakoroljuk folyamatosan őket. Diese Veranstaltungen sind fast immer ausverkauft. Die Menschen freuen sich immer über das Kulturprogramm der Stimmungsparade, so Robert Hahner, Organisator. Ezt veszem észre, mindig szoktak, nagyjából tele szokott lenni, vagy hármatház mindig szokott lenni. Már ismernek minket, tudják, hogy mire számítottak, és egy jó kis program az embereknek. És aki szereti a német zenét, schwab német zenét, vagy slágereket, azok ugye eljönnek, meghallgatják. Das Kulturprogramm war ein Erfolg, und es ist geplant, im nächsten Jahr wieder zu veranstalten. Weiche blaue Augen und ein roter Mund, das hat jedes Schwaben wieder und nicht ohne Grund. Nach einem Jahr Arbeit wurde das Lenau-Haus mit einem neuen, modernen Äußeren und Inneren eröffnet. Das Gebäude kann auch für Konferenzen und Übernachtungen genutzt werden. Die Renovierung des Lenau-Hauses in Fünfkirchen begann im Jahr 2023. Das Gebäude wurde nach einem Jahr fertiggestellt und die Einweihungsfeier fand am Ende des Sommers statt. Unternehmer ist eigentlich die Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen gewesen, weil sie eine Förderung vom ungarischen, von der Regierung bekommen haben, vom Ministerpräsidentenamt. Eine staatliche Förderung erhalten haben. Und mit dieser Unterstützung haben dann die Renovierungsarbeiten begonnen. Die Pläne waren natürlich schon 2022 fertig und vorgelegt. Also insgesamt haben die Arbeiten über ein Jahr gedauert, 14 Monate ungefähr. Anfangs war das sehr schwierig zuzuschauen, dass erstmal alles zerstört wurde, weil das natürlich immer so anfängt, aber später hat man dann schon die neuen Umrisse gesehen, dass das alles erneuert wird und schön wird und modernisiert. Und momentan sind wir an dem Punkt angekommen, dass wir eingezogen sind, dass wir einen Tag der offenen Tür organisiert haben am heutigen Tag. Und es wird auch eine offizielle Eröffnungsfeier geben. Und da werden auch die Persönlichkeiten eingeladen, die uns unterstützt haben und dazu beigetragen haben, dass nach über 30 Jahren dieses Vereinshaus erneuert werden konnte. Nach mehr als 30 Jahren wurde das Haus renoviert, um einen modernen Ort für Veranstaltungen, Konferenzen und sogar für die Gäste des Lenau-Hauses zu schaffen, die hier übernachten. Ja, was neu ist, eigentlich früher auch schon gab, aber jetzt viel schöner und moderner ist, das sind die Gästezimmer. Wir haben insgesamt 5 Gästezimmer im Dachgeschoss, davon 3 Zweibettzimmer und 2 Appartements mit 3 Betten. Und da hoffen wir auch, dass wir durch diese sehr gute Lage in der Innenstadt und mit Parkmöglichkeiten im Hof attraktiv werden, auch für, also nicht nur für die Ungarndeutschen, sondern für ein breites Publikum und Touristen, die die Stadt besuchen. Und natürlich suchen wir auch nach neuen Partnern, die eventuell hier auch einen Vortrag oder eine Konferenz organisieren möchten, weil wir dafür auch gut ausgerüstet sind. Wir haben jetzt schon einen großen Konferenzsaal, wo wir über 70 Personen Platz anbieten können mit Beamer, also mit Projektor und Leinwand. Und ich glaube, das ist so für das 21. Jahrhundert gut ausgerüstet. An der Eröffnung des Hauses nahmen auch aktuelle Mitglieder und ehemalige Leiter teil. Ich war von Dezember 1995 bis Juni 2011 Leiter des Hauses. Das bedeutet eigentlich Mädchen für alles zu sein. Kulturelle Veranstaltungen, Fortbildungsmaßnahmen für Pädagogen, Empfang von Besuchergruppen, Vorträge zu halten und Vermarktung der Gästezimmer, weil wir auch als Verein an Eigeneinnahme angewiesen waren. Und das alles gehörte zu mir. Also ich war für alles verantwortlich, 15 Jahre, sogar noch ein halbes Jahr, 15,5 Jahre lang. Ich habe sehr gern hier gearbeitet.
einfach das Thema. Ich bin selbst ein deutschstämmiger Ungar aus Narad, Groß-Narad, Nord-Narad. Und das war kein fremdes Feld für mich. Und ich habe sehr gerne unsere Landsleute, unsere Vereine unterstützt, wenn sie zu mir gekommen sind, den Leno-Verein angesprochen haben, Zusammenarbeit oder welche Bewerbungsmöglichkeiten gibt es und sowas. Also, und hier waren auch ungarische Staatsoberhäupter. Der Arpad Günz und der Ferenc Mádl war im Haus. Es waren Bundestagsdelegationen, es waren Vertreter des Europaparlaments, also ganz hochrangige Gäste waren da. Und natürlich die deutschen Botschafter oder Kulturattachés oder andere Attachés waren hier regelmäßig im Jahr mehrmals, je nachdem, was für ein Programm da war. Aber am liebsten erinnere ich mich an Dr. Otto von Habsburg. Er ist hier bei uns im Zimmer 3, das war der königliches Gemach, übernachtet. Er war als Gast eingeladen, als Vortragender eingeladen, entweder vom Verein oder aber es gab hier, und vielleicht gibt es noch hier, eine Pan-Europa-Union Fünf Kirchen. Und die örtliche Pan-Europa-Union-Leitung hat ihn eingeladen. Und das lag daran, dass er bei uns übernachtet. Oft war auch der Vortrag hier in unserem Haus. Also er war ein sehr angenehmer Mensch. Es war eine Freude, mit ihm zu reden. Also die Geschichte war vor mir sozusagen persönlich. Der Nikolaus-Lenau-Verein für öffentliche Kultur wurde im Oktober 1985 in Fünfkirchen als erste unabhängige deutsche Organisation in Ungarn nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet. Das Lenau-Haus ist das kulturelle Zentrum der Ungarndeutschen in der südungarischen Region und ein Vermittler der deutschen Sprache und Kultur. Für alle, die sich für die ungarische Kultur interessieren, werden das ganze Jahr über spannende und bunte Programme organisiert. Also dieser Verein hat zum einen eine sehr lange Tradition. Der Verein wurde 1985 gegründet, wo es in Ungarn oder in gesamt, also in Osteuropa noch keine zivile Gesellschaft oder Organisation gab, besonders nicht für Minderheiten. Und das war zu seiner Zeit was sehr Großes, ein großer Schritt. Und ja, der Lenau-Verein war immer so etwas wie ein Vorbild für das ganze Ungarn-Deutschtum im Land und hat immer gutes Vorbild gegeben, wie man Traditionen bewahrt, wie man Jugend fördert und Gemeinschaft bildet. Natürlich haben jetzt diese zwei Jahre uns stark davon abgehalten, aber wir hoffen sehr, dass wir erneut in diese Arbeit und diese Tätigkeit einsteigen können. Das Haus ist eigentlich und sollte auch bleiben ein regionales Kulturzentrum der Ungarndeutschen. Also nicht nur für die Gemeinschaft in Pécs, sondern auch Baranya oder halt die ganze südliche Region. Und nicht nur der Verein hat hier seinen Sitz, sondern auch die deutsche Selbstverwaltung in Fünfkirchen, auch der Branauer Deutsche Tanzverein, auch der Verein der Branauer Deutschen Selbstverwaltungen. Also es sind lauter Organisationen, die eigentlich das gleiche Ziel haben und so auch gemeinsam viel effektiver zusammenarbeiten können. Und wir möchten auch in Zukunft darauf hinarbeiten. Ein Teil der Programme der Vereinigung wird ab September in die neue Räumlichkeiten verlegt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.